Lernende bietet jetzt seit neuestem also transsibirische Züge auch im Winter. Davor waren wir immer im Sommer unterwegs. Und das ist ja praktisch die gleiche Route, aber unter anderen Wetterbedingungen. Es ist ja alles weiß und es glänzt alles. Und die Sonne scheint. Sibirien ist sehr sonnig. Es ist natürlich etwas kalt, aber das ist die trockene Kälte. Die ist leicht erträglich. Natürlich muss man schon entsprechend vorbereitet sein. Also schon anständige Kleidung benötigt man schon. Es ist ja natürlich minus 20, minus 30. Damit muss man auch manchmal rechnen. Aber das macht nichts aus. Alle vertragen das auch ziemlich gut. Große Entfernungen, abwechslungsreiche Landschaften, Gebirge. Und der Baikalsee ist ein Highlight. Also sowas hat man wahrscheinlich nie im Leben gesehen. Also dieses kristallklare Wasser, gefrorenes Wasser, ist ja auch kristallklar. Und das ist ja, die Leute trauen sich nicht auf das Eis. Die denken, die rutschen jetzt durch. Also das ist ja schon was Besonderes. Und da entstehen auch interessante Eisformationen. Die Natur schafft dann irgendwas mit Fantasie, was man als Mensch sich kaum vorstellen kann. Also der Baikalsee im Winter ist ganz besonders. Die Leute träumen von dieser Reise. Und wenn sie da sind, werden sie nicht enttäuscht.